Also auf jeden Fall geht's voran. Okay, warte mal, kann man da jetzt hoch oder nicht? Nee, immer noch nicht. Oh, vielen Dank. Oh, da ist noch was. Nee, doch nicht. Zwei Stück fehlen noch, okay. Was ist das denn? Ich wusste doch, dass da noch was ist. Autokabel. Ja, was ist damit? Da geht auch nix. Was soll denn da gehen? Hä? Verstehe ich nicht. Ey, wollen die mich eigentlich verarschen? Das habe ich doch gerade gemacht. Also langsam verstehe ich gar nichts mehr. Aber ich weiß auch gar nicht, was das bringen soll. Jetzt bin ich schwer da unten. Was kann man da noch machen? Also hier. Ah, ich bin auch so schlau. Dynamit. Ja. Da ist nichts drinnen. Ah, das kann man mitnehmen. Okay, aber hier bringt es mir eigentlich herzlich wenig. Ja genau, wir zerstören einfach mal das Kunstwerk. Ich würde da weggehen. Der Stab gefällt mir besser, ehrlich gesagt. Einer fehlt noch, was ist da? Was ist das denn bitte schön für ein Grab? Was ist das für ein Stern? Das ist doch chinesisches Zeichen. Sag mal, ist hier gerade Buddhismus und Hinduismus und alles Mögliche zusammengewürfelt hier drin oder was? Das steht doch für Indien. Aber das wiederum für China. Und das wieder für was ganz anderes. Also, das steht auch wieder für China.
Ich weiß nicht. Es ist alles sehr mysteriös hier. Auch China, auch China. Alter Schwede. Aber dafür ist sehr gut gemacht. Wie gesagt, mein Lieblings-Mimimbild-Spiel. Mal schauen, ob wir Secretera 1 noch Let's Playen werden. Ah, ich bin mir da nicht so ganz schlüssig. Kommt drauf an, wie es euch gefällt. Könnt ihr mir mal bewerten, wie es euch gefällt, was ich besser machen könnte und machen werde, wenn ihr es mir schreibt. Ohrring. Das sieht aus wie ein Ohrring, oder? Ja, sowas trägt man heute. Hufeisen, das ist die neueste Mode. Ohrring. Wenn es mir jetzt ein Ohrring zeigt, ne? War mir klar. Das Einzige, was es mir nicht zeigen soll, der Ohrring. Was zeigt's mir? Den Ohrring! Naja, egal. Leiter. Lichter. Oder Lichtspender. Ich würde sagen, das ist das da. Nee. Leiter. Doch. Was? Scroll. Ja, Feuerzeug. Aha, komm. Ah, hätte ich lang suchen können, bis ich den Kamm gefunden hätte, ey. Wir haben das Schild gefunden. Zurück, 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 zurück. Und nochmal zurück. Nochmal zurück. Und da rein. Ein Diamant. Und zwar der letzte. Wie klein der ist. Passt der überhaupt da rein? Sehen wir ja gleich. Okay. Ah, da haben wir auch was. Was ist das? Ein Elefantenohr. Bevor wir das machen, zurück, 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 zurück. Ja, müssen wir sowieso, um die Elefantenstatue zu bekommen. Das wusste ich zwar nicht mehr, aber ich wollte es einfach mal vervollständigen. Ananas. Schlange. Ochse. Ja. Wir kriegen eine Grabbelhand. Ein Zepter. Da liegt aber auch schon eins. Ein Skepter. Was ist denn ein Skepter? Damit können wir Geister befreien.
bei einer Ausgrabung gestorben. Ist doch scheiße. Aber es passiert. Das letzte Herz. Gefunden. Ah, bei einer Ausgrabung sterben ist so... Ah. Hat eigentlich Lilith die umgebracht oder wer hat die getötet? Von wann ist denn das eigentlich? Day 37. Ich denke mal, dass das Lilith war. Das letzte Herz und du kannst es nicht verhindern. Und dran mit dir. Und ein Eingang tut sich auf. Gut. Mach jetzt weiter. Halt! Da ist Lilith. Okay, da hängt sie. Gut, ich wüsste jetzt nicht, was wir hier machen könnten. Außerdem jetzt zuzuhören, wir hören dem mal ganz schnell zu. Oder nee, wir sparen uns das. Ich würde sagen, an dieser Stelle verabschiede ich mich euch. Das nächste Mal, wenn eine Folge kommt von Sacred Terror und eine der letzten Folgen kommen wird, wird nach der Gamescom sein. Dieses Video wird wahrscheinlich auch erst dann laufen, wenn die Gamescom schon vorbei ist. Aber, naja, gut, kann man nichts machen. Das nächste Spiel weiß ich noch nicht, was es wird. Lego Star Wars ist ja auch bald zu Ende. Sind zwei Spiele zu Ende und ich weiß noch nicht genau, was ich dann als nächstes Let's Playen soll. Aber ich lasse mir da schon was einfallen, nur keine Sorge. In dem Sinne würde ich sagen, schöne Ferien noch weiterhin, wie ich sie hoffentlich haben werde. Und man sieht sich ja vielleicht mal auf der Gamescom. Ihr erkennt mich daran, dass ich ein T-Shirt mit meinem eigenen Namen trage. Ein bisschen Schleichwerbung muss ja auch sein. Aber das Video kommt ja eh erst raus, wenn es schon so weit ist. Also, beziehungsweise, wenn die Gamescom vorbei ist und ich daheim bin. Gut, in dem Sinne würde ich sagen, tschüss und bis zum nächsten Mal. Servus.